Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer auch The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, und wir sind hier im letzten Part. Ja, wir haben das Schloss auf den Kopf gestellt ein wenig. Und eigentlich wollte ich jetzt mir überlegen, ob ich zu König Sora gehe oder ob ich erst das mit der Maske mache. Und ich habe mir gedacht, ich kürze das ein wenig. Ich mache ein bisschen von beiden. Denn es gibt eine Stelle hier. Oh, der ist wohl kaputt gegangen wegen dem Wasser. Es gibt eine Stelle hier, da gibt es gleich einen Verkäufer. Ach, jetzt will erstmal die blöde Eule was mit ihm besprechen. Einmal aufladen und genau hier zwischenstellen. Zack. Dann haben wir ein paar Bomben, ein paar Rubine, alles mögliche. Erstmal, ja, du willst erst mit mir sprechen. Hallo, es sieht aus, als wärest du erfahrener und kräftiger geworden, Link. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen diese Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der Königsfamilie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der Königsfamilie. Eigentlich das, was wir schon bereits wissen. Nichts Neues. Ich wollte ja schon mal hier hin, wegen den Händler. Na, komm. Die Eule ist weg. Erstmal hier gegen. Na, komm. Zack. Oh, ich bin natürlich auch voll in die Skulltula reingelaufen. Zack. Das heißt, wir haben jetzt ein weiteres Skulltula-Symbol. Ja, das hat nichts geholfen. Dann halt hier und hier. Man hat ja genug von den Bomben. Hier, ja, was war hier nochmal? Ich weiß gar nicht, muss man hier irgendwie eine Bombe legen? Ah, Huhn, geh nicht rein! Na, Gott sei Dank. Ja, zum ersten Mal heben wir eine Magiekrug auf, also die füllt unsere Magieleiste auf. Aber ich will eigentlich nur hier Erbsen kaufen. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubinen das Stück? Ja, nehmen wir. Es gibt ein, also die Erbsen, um es kurz zu fassen, es gibt solche Löcher. Die gibt es in ganz Hyrule, ich glaube 10 Stück. Und er verkauft als einziger diese Erbsen. Und wird natürlich immer teurer, weil die Nachfrage steigt. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie sind noch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubine? Ja, machen wir. Dann sprechen wir nochmal an. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie werden langsam beliebter. 30 Rubine das Stück, wie wäre es? Ja. Sehen auch schön aus, muss man sagen. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen weg wie warme Semmeln. 40 Rubine das Stück. Wie wär's? Ja, machen wir. Und dann können wir noch einmal leisten. Hier gibt's die tollen Wundererbsen. Wer sie nicht kauft, der wird's es wirklich bereuen. 50 Rubine das Stück, aber nur jetzt. Ja, nehmen wir. Und jetzt fehlen uns leider 10 Rubine, um noch einmal zu kaufen. Ich wüsste aber auch nicht, dass man hier noch großartig Rubine bekommt. Darf ich einmal eine Bombe legen? Vielleicht sind hier nochmal 5 Rubinen oder so drin. Na, Herzen und Dings. Und was ist hier drin? Nichts. Auch schön. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen auch wieder zurück. Ich wollte ja eh nach Kokiri. Wobei, ich könnte mir das auch abkürzen. Nein, machen wir nicht. Ich wollte eigentlich nicht in den Fluss reinspringen. Also theoretisch könnte man, es gibt ja eine Zugangsstation. Wie gesehen hat, in den verlorenen Wäldern kommt man von den Goron in die verlorenen Wäldern und man kann auch hier vom Zora-Reich in die verlorenen Wälder. Also man könnte jetzt erst da lang gehen und dann später. Aber ich will hier einfach das jetzt abschließen und es hetzt ja keiner. Außerdem wollen wir eh die 100% erreichen. Das ist übrigens die Schädelmaske, die nehmen wir mal. Setzen wir auf. Sieht sehr gruselig aus, ne? Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier richtig sind und ich mich nicht vertan habe. Oh nein, es wird gleich dunkel. Ich wollte eigentlich noch bei Tag hier rein. Komm, komm, komm. Jetzt sind wir hier in den Zwischengang. Und hier sind wir wieder in Kokiri. Ich wollte mal kurz was gucken. Ne, hier ist nichts.
Ich meine nämlich, hier wären irgendwo Käfer gewesen. Auch nicht. Hinter manchen Steinen? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Hier krabbeln wohl keine Käfer. Schade. Ich könnte noch ein paar Rubine einsammeln. Aber nein, wir gehen einfach mal in die verlorenen Wälder. Autsch, das tut weh. Ja, und man muss eine Sache vorher machen, bevor man sozusagen die Maske an seinen Besitzer weitergibt. Denn man hat zum späteren Verlauf des Spiels nochmal die Möglichkeit, alle Masken, die man hatte, einzusetzen. Hier. Hier. Oh, wir öffnen mal erstmal hier den Felsen und gucken mal, was da drunter ist. Kiste, ein Fisch. Halt! Ich hab die Krabbeldinger gesehen, juhu! Ja, blöd gelaufen, jetzt brauche ich euch Fee nicht. Ich hoffe, die Krabbelviecher verschwinden nicht. Hier geblieben. Zack! Ja, und die sind schon verschwunden, schade. Dann habe ich nur einen Krabbelkäfer. Ach ja, falls ihr euch fragt, warum ich die Wundererbse nicht direkt eingepflanzt habe. Oh, 5 Rubine, toll. Denn ich wollte erst... Ah, hier... Ah, toll, egal. Denn ich wollte erstmal alle Erbsen kaufen, damit ich auch nachher noch weiß... Moment, orientieren. Damit ich noch weiß, wohin ich sozusagen die... Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wo ich eingepflanzt habe und wo nicht... Hier wollte ich nämlich hin. Ach ja, wir brauchen die Schädelmaske. Habe ich ganz vergessen. Komm schon. Vergib mir. Darf ich dir einen Dekonuss anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Nein, danke. Ups, dann verschwinde ich lieber. Ist auch besser so. Zack, erwischt. Du hast gesiegt. Lass mich dir einen Dekostab anbieten. 1 Stück kostet 15 Rubine. Nein, will ich auch nicht. Hier müsste nämlich irgendwo, wenn ich mich nicht irre, ein Loch sein. Aber das muss man aber erstmal treffen. Na komm, wo bist du denn? Da, endlich. Also bei den Schmetterlingen. Muss ich mir merken. Hier gibt es nämlich eine, ja, Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns dein hässlichste Fratze zeigst, einzigartige Preise zu gewinnen. Achso, man muss, glaube ich, hier nur stehen und die Maske präsentieren. Oh, das Komitee ist... Ja, sie mögen uns! Juhu! Und jetzt muss ich mit irgendjemand sprechen oder so. Hier. Meine Brüder und ich sind uns einig. Du siehst genauso aus wie unsere heiligen Totem. Nimm diese Dekostäbe als Zeichen unserer Ehrfurcht. Zudem werden wir dafür sorgen, dass du nunmehr tragen kannst. Hobo, 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 kadobo, dobo, dobel. Katobo, dobel. Ja, irgendwas sagt er. Zack. Und wir können 30 Deku-Stäbe tragen jetzt. Also man hat halt diese Erweiterung hier und kann das halt nur machen, wenn man die Schädelmaske trägt. Hm, geht weg. Ich meine aber, wenn ich mich nicht irre... Hm, genau, hier war auch nochmal ein Fels. Oh, na, ich hoffe, der sprengt den dennoch weg. Jawohl, oh, habe ich mich so geirrt? Ich dachte, hier wäre ein Loch gewesen. Na, Bomben auf jeden Fall, aber ansonsten ist hier nichts. Was denn? Ja, wir haben sie doch schon längst gefragt. Dann gehen wir nochmal hier lang. Ah, hier ist auch nochmal ein Stein. Ich meine nämlich, hier müsste noch irgendwo was sein. Ja, ein Loch. Ach, reinspringen sollst du schon, Link. Ja. Bleib doch mal eben wach. Zack, erwischt. Verschone mich.
Gewähre mir Gnade und ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Dekonüsse tragen kannst. Es kostet dich nur 40 Rubine. Ja, machen wir. Hab Dank. Aber wie gesagt, ich wollte die 100% erreichen und euch einfach mal zeigen. Naja, der macht ja uns einen schönen Rabatt. Was hast du noch? Ja, hab Gnade, ich kann dir Dekokerne anbieten. 30 Stück kosten 40 Rubine. Oh, du hast nicht genug Geld davon, ne? Sowas. Tja. Dein anderer Kollege hat mich arm gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Deko-Stab-Erweiterung und Deko-Nüsse. Ich weiß gar nicht, Deko-Nüsse haben wir jetzt schon zweimal oder einmal? Deko-Nüsse, ne, 30 und Deko-Stäbe auch 30. Ich glaube aber von Deko-Nüssen konnte man anfangs 20. Das heißt, gibt es noch eine Deko-Nuss-Erweiterung? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, warum mache ich mir eigentlich jetzt so einen Umweg? Erstmal hier lang. Weil wenn man ja falsch geht, kommt man irgendwo hin, kommt man wieder hier raus. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Mit dem Typen hier haben wir noch gar nicht geredet. Na, jetzt geh da drauf. Ja, erstmal abvisieren. So, wenn ich ihn jetzt anvisiere, dann hat Navi was zu sagen. Ein Horror-Kit. Das passiert also Kids, die sich im Wald verlaufen. Könnten wir uns wohl mit ihm anfreunden? Wir werden auf jeden Fall ein Liedchen spielen. Und wir spielen Zalias Lied, weil das ist ja hier die verlorenen Wälder und das passt einfach. Du kennst Zalias Lied? Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Zack, finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich deine Energieleiste. Genau. Aber nicht nur, dass das Horror-Kid mit uns spielt. Hey, du da, unter der Maske, bist du nicht der junge Kokiri? Eine coole Maske hast du da, echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du mir die Maske? Ja, cool, ich werde sie immer tragen. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubin teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Gehe zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Ja, der erste hat uns, glaube ich, mehr gegeben. 10 Rubine. Hier sind 10 Rubine zu wenig. Ah, Moment. Ich wollte noch... Ich hoffe, das ist hier richtig. Nicht, dass ich mich hier vertue. Diese Käfer habe ich nicht ohne Grund eingesammelt, denn... wo ist er? Da. Diese Löcher schlucken die Käfer oder die Käfer verkrabbeln sich gerne in diese Löcher. Na, komm. Finde ich auch recht interessant, also... So, dies wollte ich nämlich bezwecken. Ein Skulltula, sehr schön. Damit haben wir jetzt 19, glaube ich. Mal eben gucken. 19, genau. Obwohl man nur einen Käfer fängt, kommen 3 raus. Also man kann die sozusagen duplizieren. Und wenn man bei einigen, hier wo man die Erbsen reintun könnte, die Skulltula sozusagen, Quatsch, da verstecken sich manchmal Skulltula-Symbol, Skulltulas, meine Güte. Wir können wieder rausgehen, denn mehr wollte ich hier eigentlich nicht. Ja, und wir können jetzt, die Zeit reicht noch, ich denke mal zum Maskenhändler gehen. Ich bin aber kurz am Überlegen, hier war glaube ich auch irgendwo nochmal, nein, ein Symbol. Ich musste mich nur umschauen, wo. Irgendwo konnte man hier auch eine Erbse pflanzen, das weiß ich. Ich will zwar noch nicht tun, aber ich glaube, in dem Loch war auch eine Skulltula. Das könnte hier irgendwo sein, oder? Nein. Nein. Ah, doch, hier. Einmal fallen lassen, Link. So, sie krabbelt da rein und raus müsste eine Skulltula kommen. Also nicht in jedem Loch ist das so. Aber in manchen. Tja, und wir haben auch schon ein weiteres Skulltula. Und das bedeutet, wir haben 20 und können auch wieder nach Kakariko gehen, weil ein weiterer der Jungs vom Flug befreit ist. Beim letzten Mal haben wir eine schöne Geldtasche bekommen, die 200 Rubine fassen kann. Mein Gott, jetzt haben wir aber viel gemacht. Wir haben ein Herzteil besorgt, wir haben unsere Nüsse erweitert, wir haben die Dekostäbe erweitert. Herzteil, 2 Skulltulas. Und die Maske sind wir auch noch losgeworden, also eine ganze Menge.
kann keiner sagen, wir sind hier faul geblieben. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist mit den anderen Masken. Naja, genug Geld haben wir auf jeden Fall nicht mehr für die Wundererbse, das steht fest. Jetzt ist das Ding... Einmal mit der Hymne der Sonne wieder den Tag einläuten, das wäre so recht hilfreich. Da kommst du wohl, Tag? Ja, endlich, super. Also wir geben auf jeden Fall dem Maskenhändler sein Geld zurück und können dann die neue Maske holen. Na komm, Mann, sind das weite Wege. Wenn man bedenkt, dass ich nur einen kurzen Teil hier lang gegangen bin und das meiste Teil der hellenischen Steppe noch gar nicht erkundet habe, meine Güte. Aber das kann ich irgendwann nochmal nachholen. So, der Maskenhändler ruft uns schon. Hier lang... An der Dame vorbei. Oh. Die ganze Erde hat gewackelt. Sehr schön. Oh, du großartig. Du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Bezahlung erhalten. Als nächstes haben wir hier eine Holzmaske. Oder eine Geistermaske. Die kostet 30 Rubine. So viel haben wir leider nicht. Also hoffen wir mal. Ja, wir kennen das Prozedere mit den Masken. Also hoffen wir doch mal ganz einfach, dass derjenige, der uns die abkauft, mindestens genauso viel gibt. Also auf jeden Fall nicht viel weniger. 15 Rubine wäre noch in Ordnung. Alles andere sieht schlecht aus für uns. Weiter geht's. Ja, wir gehen dann mal nach Kakariko. Einmal um die Skulltüller sozusagen noch... den Jungen anzusprechen, um zu gucken, was er uns gibt. Und dann noch einmal weiß ich, dass man hier die Maske abliefern muss. Es gab ja da so einen Jungen auf dem Friedhof, der wollte unbedingt eine Gruselstunde haben. Und diese, naja, mit der Maske ist er auf jeden Fall gruseliger. Dürfte ihn zusprechen. Ach, das altgewohnte Lied von Kakariko. Ich überlege gerade, ob es auf dem Friedhof auch nochmal so ein Loch gab mit Skulltula. Erstmal hier rein. So, der andere Junge. Hier ist der eine. Da ist der andere. Sieht fast genauso aus. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Da. Und wir haben ein Rumble Pack erhalten. Naja, es sah zumindest auf einen... Beim N64 so aus. Der Stein des Wissens benutzt du ab jetzt. Dein Rumble Future reagiert es auf naheliegende Geheimnisse. Also, eigentlich weiß man nicht so recht, was man damit anfangen soll. Ich guck gerade mal, genau. Der versteckt sich. Der Rumble Future ist hier oben, der Stein des Wissens. Aber der ist gar nicht mal so verkehrt. Denn, gut, beim N64 brauchte man so einen Erweiterungsteil. Wer das nicht hatte, der konnte mit dem Stein wenig anfangen, aber ich gucke mal eben, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Oder reagiert das nicht? Dann habe ich ein Problem. Kann sein, dass ich das ausgestellt habe, ansonsten normalerweise müsste das Rumble Future hier reagieren, weil hier nämlich ein Loch ist, glaube ich zumindest, oder irre ich mich? Ja, hier ist es nicht. Ist es hier? Ich meine, hier irgendwo in Kakariko wäre das Loch. Na, irre ich mich wohl doch. Naja, auf jeden Fall, es gibt Löcher, die sind versteckt. Die findet man so nicht. Und dieses Rumble Future zeigt uns das sozusagen. Also dann vibriert das. Wir wissen, da ist irgendwo was in der Nähe und könnten dann mit einer Bombe halt... Geh weg. Könnten mit einer Bombe halt dann recht schnell das Loch frei... frei machen, sag ich mal. Da ist auch schon der Junge. Dann darf ich mal die Maske auswählen. Die Holzmaske nehmen wir an uns. Damit können wir ihn so schön erschrecken. Naja, den Text wollte ich nicht lesen. Ich wollte nur eine Rollattacke machen. Jawohl. Oh, Graus. Es ist Boris, der Totengräber. Nanu. Oh,
Es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Ja. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool, hier ist dein Geld. Du hast die Maske, die für 30 Rubine kostet, zum gleichen Preis weiterverkauft. Geh nun zurück zum Maskenhändler und zahle ihm seine 30 Rubine zurück. Dabei kannst du eine neue Maske leihen. Ja. Bedeutet also, hier ist nochmal so ein Krabbelding-Viech. Rüsten wir nochmal aus. Dann kommst du? Jawohl. Zack. Einen Käfer nehme ich wieder mit. Die anderen können da reinkrabbeln. Gucken, was da rauskommt. Eine Skulltula oder was anderes. Hallo? Wieso kommt da nichts raus? Das hat doch Dring gemacht, oder nicht? Na endlich! Wieso hat es gerade nicht funktioniert? Eine Skulltula nehmen wir gerne mit. Zack. Haben zwar ein... jetzt brauchen wir erstmal wieder 9, aber immerhin haben wir jetzt einige. Und ja, eigentlich könnten wir jetzt zum Maskenhändler gehen und ihm sein Geld zurückgeben. Und danach könnten wir eigentlich auch schon zu König Zora gehen. Weil wir nichts mehr großartig machen können, was so als Nebenquest angedacht ist. Na komm. Oh, ich sehe gerade, wir sind eigentlich mit der Zeit so weit, dass wir den Part abschließen können. Schade, ich habe wenigstens gehofft, wir können dem Maskenhändler noch sein Geld geben. Egal, ich werde diesen Part dann an dieser Stelle beenden und wir werden im nächsten Part einmal... ich habe gerade gesehen, ich habe was vergessen. Egal, wir werden im nächsten Part dem Maskenhändler sein Geld wiedergeben und vielleicht gehe ich nochmal zum Friedhof, weil ich eine Kleinigkeit vergessen habe, aber ich muss ja eh nochmal hin. Auf jeden Fall sehen wir uns dann hoffentlich und ich schalte auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, wir spielen The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin.